Hi Leute, nach den überlangen Vlogs der vergangenen Wochenenden, diesmal nur ein super kleiner Mini-Vlog, weil ich möchte diesen wöchentlichen Rhythmus schon etwa beibehalten. Das Video kommt immer so ums Wochenende herum, mal ein bisschen früher, mal ein bisschen später, wie es halt gerade reinpasst. Im Folgenden ein paar Szenen von meinem letzten Ausflug. Hallo Leute aus Ochsenfurt am Main, heute geht ein schneidender Wind, deshalb wieder mit Kappe. Herrlich, die erste Amsel und hier die Bahn in Ochsenfurt. Anwohner kein Vergnügen. Der Turm erinnert mich total an den Film Brothers Grimm. Überall der Ochse und hier dieser schöne Brunnen. Schade, dass nicht Sommer ist. Ein wirklich herrliches Städtchen. Hier das Modell des Ochsenfurter Rathauses aus Keramik und den Ochsen gibt es dazu. Das fehlt mir noch. Winke, winke, Ochsenfurt. Ja Leute, das war's auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch, Abo-Button drücken, nicht vergessen natürlich. Und jetzt was ganz Wichtiges. Wenn es euch aus welchem Grunde auch immer nicht gefallen haben sollte, schreibt doch bitte in die Kommentare, was genau euch nicht gefallen hat. Nur einen Daumen nach unten bringt mir eigentlich nichts. Ich respektiere den, aber ich kann damit eigentlich nichts anfangen, weil ich nicht weiß, was ich verbessern soll. Schreibt mir doch bitte, was ich verbessern soll. Gut, wenn es jetzt natürlich meine Gesichtsbaracke wäre, an der ihr euch stört, kann ich natürlich nichts dran ändern. Sorry, ist halt so, man muss damit leben. Wenn es irgendwelche konzeptionellen Sachen sind am Video, die euch stören, dann schreibt es mir doch bitte klipp und klar. Und noch etwas, wenn irgendjemand von euch eine Matratze, eine ganz normale Einzelbettmatratze übrig haben sollte, die noch gut ist, die vielleicht irgendwo auf dem Dachboden oder im Keller oder sonst irgendwo rumliegt, ohne vergammelt zu sein und ihr wollt die loshaben, meldet euch doch bitte bei mir. Ich brauche sie nicht für mich, ich brauche sie für jemand anderen, aber egal. Wenn jemand von euch eine solche Matratze haben sollte, dann nehmt doch bitte mit mir einfach Kontakt auf. Die Kontaktinformationen finden sich unten in der Videobeschreibung. Egal, irgendwie werden wir schon zusammenkommen, wenn ihr eine solche Matratze habt oder auch sonst irgendwelche Anregungen habt. Würde mich freuen, wenn ihr euch meldet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, also haut rein und nicht vergessen, Abo-Button drücken. Ciao! Soll ja die nächsten Tage so richtig scheußlich werden und deshalb habe ich jetzt heute nochmal das trockene Wetter ausgenutzt und eine kleine Wanderung unternommen in das wildromantische Aschbachtal. Das ist ein Seitental des Taubertals und man sieht schon, die Wolken arbeiten sich langsam vom Westen her Richtung Osten. Es wird heute sicherlich noch regnen. Die ersten Regentropfen fallen gerade und ich komme pünktlich heim.